Salzkristalle schmelzen, Wasserstoff herstellen und zwischenlagern, Redox-Flow-Batterien optimieren oder Rost herstellen. All diese Dinge haben einen gemeinsamen Zweck, und zwar Energiespeicherung. Das klingt jetzt auch etwas wild, aber ich stelle euch heute 5 neue und innovative Energielangzeitspeicherformen vor. Wie diese Technologien funktionieren, was sie so besonders macht und von anderen Speichermethoden abhebt, darum geht's heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! Vielleicht erinnert ihr euch, im Herbst gab es hier bei Breaking Lab einen Aufruf von der Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation. Es wurden Teams gesucht, die Ideen haben, wie wir Strom mindestens 10 Stunden lang effizient und kostengünstig zwischenspeichern können. Denn wie wir ja schon oft hier besprochen haben, damit erneuerbare Energien wirklich flächendeckend nutzbar werden können, brauchen wir wirklich dringend Langzeitakkus. Und die Gewinner der ersten Sprint-Challenge-Runde, die stelle ich euch heute vor. Die Idee des ersten Teams, IsoChest, beruht auf dem Wärmepumpenprinzip. Sie wollen Wärme in Salz speichern und nutzen Flüssigkolben für eine sogenannte isotherme Verdichtung. Was genau das bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Gucken wir zunächst mal nur auf die Aufladung des Systems, also die Aufnahme von Strom bzw. Wärme. Als erstes wird Wasserdampf mit niedrigem Druck, das heißt weniger als 1 bar, erzeugt. Und dieser Wasserdampf, der wird dann in einem Wärmetauscher weiter erhitzt, bis er überhitzt ist. Überhitzt heißt, er hat nun 315 Grad und eine geringere Dichte als normaler Wasserdampf bei gleichem Druck. Der Wasserdampf, der fließt dann hier in dieses System und wird mit elektrisch betriebenen Flüssigkolben, die aus Silikonöl bestehen, immer weiter zusammengedrückt. Normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt Druck auf Wasserdampf ausübt, beziehungsweise auf irgendein Gas, dann steigt die Temperatur von diesem Gas bzw. vom Wasserdampf an. Das ist hier aber nicht der Fall, denn es handelt sich um eine isotherme Kompression. Isotherm heißt, die Temperatur, die bleibt dabei gleich. Und stattdessen geht die zusätzliche Wärme in das Wärmespeichermedium, das den Wasserdampf ummantelt. Das sieht man hier in grün und das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Das Wärmespeichersystem, das besteht aus Aluminium und sieht so ein bisschen wie eine Schneeflocke aus. Und was hier so wie Schnee darauf aussieht, das ist Salz, also Natriumnitrat. Und das ist der eigentliche Wärmespeicher. Das Salz, das wird durch die Wärme flüssig und speichert durch diesen Phasenwechsel Energie. Der zusammengedrückte Wasserdampf, der ist mittlerweile gesättigt, das heißt, er befindet sich in einem dynamischen Gleichgewicht, in dem genauso viele Teilchen der flüssigen bzw. festen Phase in die gasförmige Phase übertreten, wie umgekehrt aus dem Gas zurückwechseln. Er wird nun in den zweiten Teil des Hochtemperaturwärmespeichers geleitet, wo er kondensieren kann. Und bei der Kondensation, also dem Übergang von gasförmig zu flüssig, gibt der Wasserdampf dann weitere Energie in Form von Wärme ab, die ebenfalls in dem Wärmespeichermedium eingefangen wird. Okay, und wenn man jetzt aus der Wärme wieder Strom machen möchte, dann bringt man unter Druck stehendes Wasser in den zweiten Teil des Systems, also in den, wo die Kondensation vorher stattgefunden hat. Das Wasser, das erwärmt sich dort durch die gespeicherte Hitze und wird wieder zu Wasserdampf. Es fließt in den ersten Teil des Systems und nimmt dort noch mehr Wärme auf. Der Salzspeicher, dem der Dampf die Wärme entzieht, der wird dabei dann wieder fest. Also unsere Systeme funktionieren ähnlich wie ein Taschenwärmer, bei dem es ja so ist, dass der beim Phasenwechsel zwischen fest und flüssig nimmt der Wärme auf, wenn ich den belade und wenn ich den wieder entladen will, wenn er dann flüssig ist, dann gibt er Wärme ab und er starrt dabei. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, dass dieses Salz eine ziemlich niedrige Wärmeleitfähigkeit hat. Und deswegen haben wir solche Strukturen entwickelt, die also so ähnlich aussehen wie eine Schneeflocke, um eben die Wärme zwischen dem Speichermaterial und im Rohr in der Mitte zu übertragen. Der Wasserdampf, der wird durch diese Hitze dann immer weiter erwärmt und breitet sich dadurch nun so stark aus, dass er diese Kolben wieder herunterdrückt. Wir erinnern uns daran, die Kolben, die wurden ja vorher elektrisch hochgedrückt und jetzt sozusagen wieder runtergedrückt. Und diese mechanische Kraft, also dieses Runterdrücken, das wird dann durch einen Generator für die Stromerzeugung genutzt. Was den Wirkungsgrad angeht, kann man noch nicht 100% sagen, wie der nachher aussehen wird. Die Forschungsgruppe, die geht von etwa 70% aus. Aber schauen wir mal weiter. Und ich weiß, ihr seid schon sehr auf diese membranlose Redox Flow-Batterie gespannt, zu Recht, und tatsächlich beschäftigen sich sogar 2 Sprint-Teams auf unterschiedliche Art damit, aber wir schauen uns vorher noch ein anderes Team an. Bei Reverion geht es darum, aus Strom Wasserstoff zu machen und aus Wasserstoff wiederum Strom. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, das nennt sich halt Elektrolyse, ist ziemlich basic, kennen wir schon. Und das stimmt natürlich, deshalb wollte ich natürlich wissen, was an diesem System jetzt so besonders ist. Tatsächlich ist das Ziel von Reverion, ein völlig neues Kraft- und Speicherwerk zu bauen, das aber aus Komponenten besteht, die es schon gibt, also vor allem aus einer Brennstoffzelle. Und in dieser Brennstoffzelle fließt dann bei der Aufladung der Strom. Als Ausgangsstoff wurde Luft und ein gasförmiges Gemisch aus Wasser und Wasserstoff zugeführt und in der Brennstoffzelle verschiebt sich dann das Gleichgewicht zwischen den Stoffen so, dass deutlich mehr Wasserstoff entsteht. Und anschließend kondensiert das Wasser-Wasserstoff-Gemisch, es kühlt sich also ab und teilt sich in flüssiges Wasser und reinen Wasserstoff auf. Der Vorteil an unseren Reverion-Systemen ist,
Primär, dass wir den Wirkungsgrad der Stromerzeugung von typischerweise maximal 60% auf 80% erhöhen können, indem wir die Prozessintegration so optimiert haben, dass wir die Wärme wieder, die da im Prozess entsteht, wieder reintegrieren können und damit eben den Wirkungsgrad steigern. Dazu kommt, dass wir durch unseren neuen Systemaufbau auch die Umschaltzeit zwischen Stromerzeugung und Elektrolysephase auf eine Minute etwa reduzieren können, sodass wir dem Netz viel höhere Flexibilität zur Verfügung stellen können, die dann eben erneuerbare Energien wie Wind oder Photovoltaik super ausgleichen kann. Und mal zum Vergleich. Normalerweise dauert so eine Umschaltung des Prozesses, also hin zur Energierückgewinnung aus Wasserstoff, etwa 15 Minuten. Abwärme sinnvoll aufzufangen und weiter zu nutzen, ist natürlich super sinnvoll. Wie und wo genau diese Abwärme genutzt wird, können wir leider momentan noch nicht verraten, da das Team seinen Prozess zurzeit patentieren lässt. Aber es zeigt ja, wie nah wir hier wirklich an der super aktuellen Forschung sind, und das gehört eben auch zu der Entwicklung von der Innovation dazu, dass es halt manchmal Dinge gibt, die nicht direkt öffentlich gemacht werden können, weil sie halt patentiert werden. Aber sobald das öffentlich ist, kommt natürlich ein Video hier bei Breaking Lab, also ein Abo lohnt sich. Und deshalb kann Herr Dr. Herrmann natürlich auch auf die Frage zu der Rückverstromung noch nicht ganz so präzise antworten. Für die besonders effiziente Stromerzeugung nutzen wir in unserem Prozess den Wasserstoff in einem geschlossenen Kreislauf in Verbindung mit einem zusätzlichen Wärmeträgermedium, das insbesondere die Abwärme aus der Brennstoffzelle effizient ableiten kann und dann bei relativ hohen Temperaturen um 300 Grad wieder nutzbar macht, sodass wir das dann in unserem System wieder zumindest anteilig in Strom umsetzen können. Bei den nächsten Teams ist schon mehr öffentlich und die Technik, die kennt ihr auch schon vom Kanal, und zwar geht es um die Redox-Flow-Batterie. Wie genau Redox-Flow-Batterien funktionieren, habe ich letztens in diesem Video hier ja schon erklärt. Den Link, den packe ich auch in die Videobeschreibung. Und vielleicht erinnert ihr euch, das große Problem bei der Redox-Flow-Batterie ist, dass sie meist Vanadium verwendet, welches einfach super teuer und auch noch giftig ist. Redox-Flow-Batterien können aber auch aus ganz anderen Materialien bestehen. Der Elektrolyt besteht in der Regel aus einem Lösungsmittel und darin gelösten Salzen. Und die Zusammensetzung, die bestimmt die Zellspannung und damit die Energiedichte. Aufgrund der vielen verschiedenen Zusammensetzungsmöglichkeiten sind bislang schon mehr als 50 Redox-Flow-Batterie-Varianten in der Literatur beschrieben. Unter anderem die Redox-Paare Wasserstoff-Brom, Eisen-Chrom oder auch Zink-Brom. Die beiden Teams, die wollen aber nicht nur auf Vanadium verzichten, sondern auch auf die Membran zwischen den Elektrolyten. Und die Membran, die ist ziemlich teuer momentan noch und die Batterie soll ohne Membran dann sogar besser funktionieren. Also weniger kosten und noch besser funktionieren, das klingt ziemlich schön. Allerdings verhindert die Membran ja normalerweise in so einem Batteriesystem, dass es zu einem Kurzschluss kommt, und das muss natürlich trotzdem verhindert werden. Das Team, das hat sich hier aber für ein anderes Trennprinzip entschieden, und zwar eins, was in etwa so funktioniert, wie wenn man Öl und Wasser in so ein Glas kippt. Beides ist flüssig, trennt sich jedoch von selbst in zwei unterschiedliche Bereiche. Wir schauen uns zunächst das Team von Unbound Potential an. Aktuell verwendet Unbound Potential anstelle von Vanadium als Energieträger organische Moleküle. Welche genau, ist hier auch leider wieder geheim. Aber diese organischen Moleküle, die werden in Wasser und in einer ionischen Flüssigkeit gelöst. Der Clou an dem Ansatz von Unbound Potential ist die physikalische Modulation bzw. Vergrößerung der Elektrolytgrenzfläche, also dass die Oberfläche einfach vergrößert wird, indem die Elektrolytgrenzfläche uneben gemacht wird. Man sieht das hier angedeutet, dass es so ein bisschen wellig ist zwischen den beiden Elektrolyten. The whole concept is that the efficiency is defined by the contact surface between the two liquids. Once we are in a 2D dimension with a membrane, this is confined by the geometry of the system. Whereas once we enter into this new world where the two liquids don't miss each other and there is no membrane, we can actually reshape this interface and we enter into a third dimension. And this is where we scale up from 2 to 3 dimension. Diese 3D-Unebenheiten, die können zum Beispiel durch Schallwellen erzeugt werden. Und durch die dadurch größere Grenzfläche wird der Ionentransport verstärkt und damit der Innenwiderstand gesenkt. Das Team verspricht sich einen 20% höheren Wirkungsgrad bei gleichzeitig 30% weniger Kosten. Das andere Redox-Flow-Team kommt von der Universität Manchester und will das Vanadium mit Natriumchlorid ersetzen, also einfach durch Salz. Zum Vergleich, Vanadium kostet pro Tonne mehr als 7000 Euro und Natriumchlorid etwa 40 Euro. Als Speichergas soll entweder Chlor oder Sauerstoff verwendet werden und als Elektrolyt Meerwasser und ein nicht mischbares organisches Lösungsmittel, also eine Form von Öl. We electrolyze this seawater, we generate chlorine. And basically, chlorine is insoluble in water at high concentration. So what we do is we extract this chlorine by oil phase. Maybe I need to demonstrate.
So basically, this is just to demonstrate that what our technology will look like. The bottom clear colorless one is water containing sodium chloride salt. And the top surface is, for this purpose, just oil phase, but we are not going to use exactly this oil. So what we do is when we electrolyze, chlorine is generated. Chlorine is a gas form, and the chlorine is eventually going to extract it into this organic oil phase because the solubility of chlorine in this oil phase is very high. So that is when we charge our battery. So during discharge, what we do is we're going to return back chlorine into chloride and then go back into water. So basically, the battery works based on this immiscible interface, so we don't need any membrane. Generell ist die Energiedichte bei Nutzung von Chlor mehr als doppelt so hoch wie bei Vanadium. Ein super spannender Ansatz also. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu einem Verfahren, das auf den ersten Blick ganz simpel erscheint, aber gerade deshalb auch so genial ist. Das Team Ore Energy arbeitet an einer Eisenluftbatterie. Der Grund, warum wir nicht schon seit Jahren Eisenluftbatterien verwenden, ist, dass beim Rosten unlösbare Eisenoxide entstehen. Das Team Ore Energy sagt nun, es habe eine Lösung gefunden, um diesen Rostvorgang wieder rückgängig zu machen und Energie über 100 Stunden lang in der Batterie zu speichern. How the battery works is actually like our lungs. It breathes in and out oxygen. And on the anode side, what happens is rusting and unrusting the process, depending on charging and the discharging processes. When it's discharging, the battery gets the oxygen from the atmosphere inside of the battery. And on the anode side, there is oxidation reactions happening. When the battery is charging, the oxygen gets out of the battery. And on the anode side, what happens is the reduction of the iron oxide species to iron. Was genau der Trick, um den Rostvorgang reversibel zu machen, ist, ist leider noch, ihr ahnt es schon, geheim. Klar ist aber, Eisen und Luft, das sind einfach super gut verfügbare und kostengünstige Materialien. Und wenn das Ganze tatsächlich funktioniert, wäre das natürlich wirklich fantastisch. Aber, und ihr wisst, ohne unser großes Aber geht's einfach nicht mit den Videos. Schauen wir uns also mal die Kritikpunkte an. Alle vorgestellten Technologien bergen ein großes Potenzial. Aber wie erfolgreich die Methode tatsächlich sein wird, ist aktuell noch ziemlich schwer abzuschätzen. Manche Teams stehen wirklich noch ganz am Anfang und über viele Details können wir halt hier leider auch noch nicht berichten, obwohl wir mit den Teams darüber gesprochen haben. Und es liegt halt einfach an diesem Patentierungsverfahren, was es ein bisschen komplizierter macht, das einzuordnen. Aber genau darum geht es ja auch so ein bisschen beim Challenge-Verfahren von Sprint. Also, dass man einfach mal schaut, wie weit die Teams mit ihren Ideen innerhalb eines Jahres kommen und was es überhaupt für innovative Ideen gibt. Wir wissen, dass wir neue Lösungen für Long-Duration Energy Storage brauchen, aber das ist technologisch so anspruchsvoll, dass wir viele Teams parallel finanzieren, in der ersten Stufe mit bis zu 1 Million Euro, um diese Ansätze weiterzuentwickeln und in der zweiten Stufe mit bis zu 3 Millionen Euro, um wirklich auch die Ansätze in die Umsetzung zu bringen und damit auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir wirklich eine erfolgreiche Lösung für Long-Duration Energy Storage haben. Ich persönlich finde dieses Challenge-Prinzip auf alle Fälle richtig super, weil es den Teams ermöglicht, ihre Forschung vom Labor in Richtung Marktreife zu entwickeln und dank Sprint einfach parallel unterschiedliche Ansätze vorangetrieben werden. Und wir brauchen einfach so dringend gute Ideen, wenn es um Langzeitspeicher geht. Was meint ihr denn? Welcher Ansatz hat euch am meisten überzeugt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ansonsten macht's gut. Hier findet ihr noch das Video, was ich vorhin zu den Redox-Flow-Batterien angesprochen habe und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr hier bei Breaking Lab. Bis dann!